Und wieder zurück in Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wollen wir hier mit direkt weitermachen, denn hier steht der Bardan Tam neben mir. Und um den wollen wir uns auch kümmern. Bardan Tams Tochter Julia wurde von Banditen entführt. Sie haben sie in ihre Festung im Südwesten Kandrians verschleppt, um sie in die Sklaverei zu verkaufen. Das wollen wir auf jeden Fall verhindern, denn sowas ist überhaupt nicht in Ordnung. Und dann dürfen wir wieder hier hinreisen und mal gucken, ob wir dann auch die Tochter noch finden. Ich laufe mal einfach hier schnell vorbei. Ob die mich nur bemerken oder nicht. Das ist mir egal. Ich habe jetzt keine Lust auf die Oschis da draußen. Denn wir wollen seine Tochter finden. Und Sklaverei und so ein Scheiß, das geht ja wohl gar nicht. Dann eben auf die harte Tour mit Kistenzerstörung. Und wen haben wir hier? Lasst nicht zu, dass sie mich holen kommen. Oh. Leute, die befreit werden wollten. Das ist auch immer schön, wenn man so weiß, man hat auch noch ein paar andere gleich mit erlöst. Ja, gut, dann wollen wir mal weiterlaufen. Hier gibt es irgendwie noch ein Versteck. Was haben wir? Oh, schöne Scherben. Können wir uns mal an die ranschleichen oder funktioniert es jetzt wieder mal nicht? Und diese Stäbe, die will ich eigentlich alle gar nicht mehr haben. Die brauche ich gar nicht. Die will ich nicht. Mit dem Schleichen, ich weiß nicht, wie gut wir da sind, aber nein, das wird nichts. Oh, das war aber knapp jetzt. Da ist irgendjemand ein bisschen wacher. Geh mal vorbei, jetzt geh doch mal vorbei. Dolchkrieger gegen Dolchkrieger. Mit den Dolchen erlegen wir ganz selten Leute. Aber muss ja auch mal sein. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Ich glaube nicht, dass ich mich daran schleichen kann, aber ja, es ist schon zu spät. Dann wollen wir mal wieder unsere Chakrams nehmen. Mit denen klappt das im Moment ganz gut. Wie geschickt die immer ausweichen. Nun stirb schon. So, die sind frei. Und irgendwie an mir vorbeigelaufen. Da, nee. Da. Ja, ich bin doch schon hier. Ich helfe doch schon. Was haben wir hier? Nee, alles so ein primitiver Scheiß brauchen wir nicht. So, alles wieder verwinkelt hier. Ey, wenn sie so stecken bleibt, das ist so ätzend. Thank you.
was für euch. Na endlich. Oh, danke. Ich bin hier, um euch zu retten. Es war fürchterlich. Sie wollten mich an die Tuatha verkaufen und an einen Ort schicken, den sie Wald der Klagen nennen. Ich muss zu Vater zurück. Wohin geht ihr? Ich kehre zu meinem Vater zurück. Ihr solltet auch mit ihm sprechen. Er wird euch gewiss belohnen. Na ja, darum geht's ja nicht. Du kannst ja nicht hier als Sklavenhändlerin verkauft werden, liebe Julia. Sag mal was über deinen Vater. Er ist der beste Kessler, den es gibt. Wo wir auch hingehen, kennen ihn die Leute und drängen sich darum, ihm Arbeit zu geben. Allerdings bleibt Vater nur ungern länger an einem Ort. Ich kenne den verträumten Blick, den er bekommt, wenn er bereit ist, weiterzuziehen. Ach, wie süß. Was ist der Wald der Klagen? Ich weiß nicht viel. Nur, dass die Tuatha uns dorthin schicken wollten. Ich vermute, dass es kein schöner Ort ist. Okay. Dann... Ja, ich hab euch doch gerade befreit. Was soll ich noch machen? Ja, hier kriegen wir auf jeden Fall ganz viele tolle Scherben. Und was mich immer wundert, ist, dass wir hier noch gar keine Singsteine gefunden haben. Hier ist auch noch eine schöne Truhe. War ja klar. Dann müssen wir wieder was entsorgen, aber da müsste noch was drinne sein. Zum Beispiel hier die Dinger. So. Dann wollen wir mal... Oh, noch eine Truhe. Und mir geht's auch nicht so gut. Drei Dietrichchen, ob das was wird. Aber sie ist ja leicht zu öffnen. Hat geklappt. Ja, nimm die mal beide. Geht nicht. Oh, nervig. Ich will die Stäbe eigentlich lieber... ja gut, pack die mal weg. Was haben wir hier noch so, was wir vielleicht gar nicht brauchen? 26, 24, 30. Hier mit Macht, das geht auch immer nicht so gut, weil wir nicht so viel Macht haben. Ja, gut, 79 ist schon nicht schlecht eigentlich. Es ist alles meistens gar nicht mehr schlecht. Wir finden schon ziemlich gute Sachen immer in letzter Zeit. 50 ist natürlich besser als das, was wir jetzt tragen. Eigentlich müsste ich da mal was ändern, dass wir einen 16 Schutz tragen, ist nicht so gut. Und da kann man auf die 20 Leben auch vielleicht mal drauf verzichten. Mache ich das mal so? Ist vielleicht nicht so toll, weil ich ein bisschen Leben dadurch verliere, aber im Moment geht es ja mit den Tränken. Machen wir es mal so und vielleicht motze ich die sonst mal auf mit irgendwas. So, dann haben wir wieder ein bisschen was im Plunder und das hilft ja immer. Und dann können wir auch die Tränke natürlich nehmen. So. Ja. Schön. Da haben wir die Weinflasche. Ich glaube, das gehört auch zu einem Quest, wenn ich mich nicht täusche. Ich sollte mich für irgendjemanden mal noch eine Flasche Wein suchen. Warte mal, das steht doch hier irgendwo. Hier ist die Tochter, aber wo ist das mit der Flasche Wein? Hier, ich bin in der Karte auf einem alten... Nee, der fünf Stunden, dieser bat mir einen überaus selten Whisky aus der Glücksmine zu holen. Sind wir da jetzt nicht? Ist es das? Oder muss ich dafür ganz woanders hin? Und weg, Vase. Ach, das macht ja schon ein bisschen Spaß, ne? Auf Flasche Varani-Wein. Nee, das sind vielleicht andere Flaschen. Ich weiß es nicht. Aber ich finde die hier irgendwie. Vielleicht gehören die ja auch zu einem Quest. Keine Ahnung. Ich gehe mal erstmal raus. Was hatte der die noch? Sterndistel. Nee, das ist ja nicht so toll. Du sollst einfach nur weiterlaufen. Da hinten liefen noch welche raus. Gehen wir auch mal wieder nach Kandrian. Flasche Varani. Och, Leute. Warum muss ich... Warum? Ich habe gar keine Lust, gegen euch zu kämpfen.
mal wieder zu spät bemerkt hier. Ja. Hallo? Mädel? Nervbacken, echt. Man kommt raus aus der Höhle und muss sich direkt dem stellen. Das finde ich irgendwie ein bisschen unfair immer. So, dass das hier so an dieser Ecke auch ist. Ja, aber scheiß Hammer. Also ich werde jetzt hier mal reisen, wenn ich kann. Und ich kann. Dann wollen wir da mal hin. Aber ich habe den anderen Quest jetzt angelegt. Ja, komm, dann machen wir das auch direkt im Anschluss hier. Ich lese das mal eben durch. Dann, ich glaube, der ist nämlich da auch in der Nähe. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Moment mal, also Quest. Derfels Laboratorien. Ich bin Akata auf einem alten Einsiedler namens Derfel gestoßen. Dieser bat mich, einen überaus seltenen Whisky aus der Glücksmine zu holen. Wenn ich ihm den Whisky bringe, erzählt er mir vielleicht einige interessante Geschichten. Gut, das machen wir als nächstes und dann, bringen wir die Sachen zurück, beziehungsweise holen uns die Belohnung für die Tochter. Und die Belohnung, beziehungsweise die interessanten Geschichten von dem Typen. Wieso laufen die weg, wenn ich komme? Solange du dich nicht wehrst, ist ja schön. Ja, zuck noch so vor dich hin. Hier sind Fallen. Was ist denn hier los? Entschärfen. Okay, da kommt noch einer. Irgend so eine Ratte. Okay. Noch geht's hier ja. Jetzt kann ich hier auch durch. Sehr schön. So, und jetzt ist hier die Flasche Dingens oder Sturmklinge. So schön dieses Schwert wahrscheinlich auch ist, ich nehme es nicht mit, weil mein Inventar voll ist und schwer mit drei Dietrichen. Na, ob das so was wird? Schwer mit drei Dietrichen, mein lieber Schwan. Okay, kannst du vielleicht wieder irgendwie einen Trank nehmen oder so, weil die brauchen wir immer eh gerade nicht so. Ja, passt schon. Natürlich darf man nicht vergessen, dass... Was vibriert hier so? Keine Ahnung. Ist irgendwie unheimlich. Gucken wir mal, was hier ist. Was ist hier los? Was passiert hier oben? Oder unten eher? Was ist das für eine komische Höhle? Was ist, wenn ich hier hinten hinlaufe? Hatte der Gold? Gold. So, dann kann man hier auch durch. Jetzt bin ich ja doch gespannt. Ist ein bisschen unheimlich hier. Puff. Warne. Komm mal her.
glaube, du wirst eher sterben. Ja. Das war's. So, der ist tot. Wer kommt noch? Wo kommen die her? Die waren doch gerade eben noch nicht da. Warum kommen hier immer wieder neue? Warum kam jetzt hier immer wieder neue? Hat die irgendwie Hexgewebehandwicke? Das war irgendwie eine Hexe oder so, ne? Die hat immer wieder neue Leute beschworen. Immer wieder neue Feinde. Ich weiß auch, dass man das selber irgendwie auch kann. Dass man irgendwie selber, wenn man das halt richtig macht. Ist das eigentlich klug, dass ich das jetzt hier die Gamaschen wegschmeiße? Ich weiß nicht. Ja, ich brauche aber ein bisschen Platz mal. Und jetzt muss ich die Stäbe echt zerplündern, obwohl ich das gar nicht will. Ja, was ist eigentlich mit denen hier? Sind die besser? 29, 61, 57, 36. Ach, es ist ja immer schwierig, aber ich finde die nicht besser als die anderen. Dann haben wir wenigstens etwas, was wir wieder zerstören können, um wieder das hier aufzunehmen. Ah, das hat sogar geklappt, dass ich beides nehmen kann. Sehr gut. Was zur Hölle vibriert hier so? Ich will das jetzt wissen. So, ich habe langsam gar keine Lust mehr. Ich will jetzt lieber mal wissen, was hier los ist, weil ich soll ja hier hin. Und ich wette langsam, dass hier irgendwas voll Schlimmes ist. Und dann erzählt uns der Typ. Und erzählt uns der Typ hinterher, ja, das ist übrigens die Geschichte, das, was du erlebt hast. Hier voll das fette Monster im See oder so. Haha, so ungefähr, könnte ja sein. Da ist auch noch ein Versteck, glaube ich. Ja. Und natürlich ist es wieder voll. Und ich kann es immer nicht lassen. Ich will immer so gerne wissen, was da noch gelegen hat. Deswegen muss ich das ja immer nehmen. Was ist denn jetzt eigentlich dieses? Oh, Zauberkraft 28. Das ist natürlich doof. Dann packen wir das weg, weil wir haben hier auch was gar nicht so viel schlechter ist. Kann das auch weg. Und dann haben wir wieder zwei Sachen für den Plunder. Und ich dachte, das ist jetzt voll das coole Ding. Aber nein. Ist es gar nicht. Geh doch mal weiter. Ich will weiter schwimmen. Hier wollen wir hin schwimmen, paddeln. Und ja, mal gucken. Gucken. Ich hoffe, wir schaffen den Quest noch. Ich denke aber schon. Ach, hier geht es jetzt aber wieder raus. Haben wir, was wir wollten? Hatten wir die Flasche schon? Was hat hier jetzt immer so vibriert? Ich dachte, hier ist voll das Monster jetzt. Och, ihr da hinten. Muss das sein? So, wir gehen jetzt erstmal hier wieder zu Tams Wagen zurück. Der steht ja hier immer und dann stöhnen sie wieder alle. Oh, kaum kommt man. Und vorher stehen sie alle und ist gar nichts los. Und immer, wenn man dann kommt. Oh. Hallo. Julia ist zurück. Ihr habt sie gefunden. Ich kann euch gar nicht genug danken, Fremde. Kein Gold der Welt würde ausreichen, um meinem Dank Ausdruck zu verleihen. Aber bitte nehmt dieses Gold. Wir ziehen jetzt weiter. Gebt auf euch Acht.
Voll toll, ich mag den Badern. Tam. Und man kann auch einkaufen bei ihm. Das ist ja cool. Plünder verkaufen. Yippie, das ist viel schöner, als den Kram immer zu zerstören. Dann machen wir auch mehr Geld, obwohl ich das gar nicht immer brauche. Und dann kann man jetzt hier auch fröhlich gucken, was es noch für bessere Sachen gibt. Und es gibt bessere Sachen. Guckt euch das mal an hier. Die Chakrams. Oh, meine Füße tun hier weh vom Sitzen. Ach, mal ein bisschen anders hinsetzen. Die finde ich gut. Die wogenden Chakrams der Exekution. Die machen doch mal was her hier. Die wollen wir haben. Die will ich kaufen. Die habe ich jetzt gekauft. So schnell geht das. Und dann, wahrscheinlich bietet der auch eh gute Sachen an, weil der ja immer durch die Gegend kommt. Und dann verkauft der natürlich gute Sachen. Ja, das ist schon interessant. Aber der verkauft auch Sachen, die wir selber schon gefunden haben. Hier, Reparaturkit und Dietriche. Immer her damit. Inventar ist voll. Bitte euch. Sind die weg? Nein! Du darfst nicht weglaufen. Ich will noch weiter bei dir shoppen. Warte! Seid gegrüßt, Wanderin. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich muss das schnell... Warte. Bevor die jetzt weiterlaufen, muss ich ein bisschen Plunder oder irgendwas machen. Ich will doch noch mehr kaufen. Muss ich jetzt unsere schönen Sonnenwende-Dinger verkaufen? Ich glaube schon, ne? Weil die sind einfach besser. Sind sie besser? Die sind doch besser. Ich finde die besser. So, weg damit. Nicht lange überlegen. Und bei den Langbögen weiß ich jetzt gerade immer noch nicht, was da besser ist. Es ist immer so eine schwierige Sache. Komm mal her, hier. Jetzt bleib mal hier. Nein, warte. Seid wahrscheinlich gegrüßt, muss man ihn immer finden. Da schnell immer zu ihm. Damit man bei ihm shoppen kann. Was haben wir hier noch? Was hat er denn noch so Tolles hier? Macht. Nee, das bringt mir nicht viel. Diese komischen Handwickel. Ja. Nee. Ich wollte ja das hier noch haben, ne? Ein paar so ein Reparaturkit ist immer gut. So fünf Stückchen. Dietrich hier ist auch immer. Oh, Inventar ist schon wieder voll. Oh, hier, die Halskette ist auch gut. Ach, die kann ich mir gar nicht mehr leisten. Kann ich mir alles gar nicht mehr leisten. Er darf also gehen. Tschüss. War cool bei euch, mit euch. Wenn ich euch mal wieder sehe, dann kaufe ich ein. So, und dann wollen wir doch jetzt mal mit dem Quest hier. Genau, ich habe ja die Flasche Rialte Burkhair aus der Glücksmine geholt. Dann, wo muss ich dafür hin? Da ist doch hier direkt um die Ecke quasi. Dann wollen wir mal hier ganz schnell hinreisen, obwohl das hier ganz in der Nähe ist. Aber wir haben ja auch nicht mehr so viel Zeit. Wo ist er denn? Ah ja, der ist in seinem Haus, genau. Ich war nämlich irgendwann mal hier in diesem Haus drinne und das war voll lustig. Dann hat er auch gesagt so, ja, geht ihr immer einfach in Häuser rein, ohne anklopfen und so. Und das finde ich halt gut. So, wollen wir mal. Ah, eine Flasche Rialte Burkhair. Das wird mir gut tun. Ja, in der Tat. Ihr habt mir damit wahrlich einen großen Gefallen getan. Obgleich ich zugeben muss, dass es mich zu absurden Wetten anregt. Folgende zum Beispiel. Wenn ihr 8 Arbeiten meiner Wahl erledigt, gebe ich euch die Schätze von Eratel. Ja, klar. Und die hast du, oder was? Warum sollte ich euch helfen? Ich treffe nur selten Fremde wie euch und ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Ich versichere euch, die Belohnung wird es allemal wert sein. Wenn du das sagst, ich nehme eure Bedingungen an. Ich mag Schätze. Ja, ich mag Schätze. Ausgezeichnet. Betrachten wir den Rialte Burkhair als erste der 8 Arbeiten. Gut gemacht. Nun zu eurer nächsten Aufgabe. Bringt diesen Brief zu einem Mann namens Matic Stace in dem Dorf Kandrian im Süden. Das ist alles. Ach, eigentlich mag ich aber nicht Quests in Quest, also dass sie nicht aufhören und immer wieder kriegt man was Neues. Aber wir wollen ja schon wissen, was er für tolle Schätze für euch hat. Ne? Wer ist denn dieser Matic da? Was hat er gesagt? Dakay? Matic Stace ist der Braumeister des Kandrian-Gasthofs. Er hat sein gesamtes Leben hinter diesem Tresen verbracht. Wenn ihr ihm den Brief übergebt, solltet ihr mich besser nicht sofort erwähnen. Lasst es ihn selbst herausfinden. Okay, gut. Dann bis später. Dann bis später. Und ich würde auch bei uns sagen, ja, dann bis später, weil der Part jetzt leider zu Ende schon wieder ist. Aber ich finde es immer toll, wenn wir 2 ganze Nebenquests immer schaffen in einem Part. In diesem Falle geht es halt noch weiter, aber das weiß man ja vorher nicht. Als nächstes würde ich sagen, machen wir dann auch hier direkt weiter, weil wenn wir ein anderes Mal hier wieder weitermachen müssen, dann
zieht sich das so in die Länge und jetzt sind wir halt schon gerade bei ihm hier. Und ihr seht ja auch, jetzt wird es langsam weniger von den Quests her. Natürlich kommt hier und da mal eine Person wieder dazu, aber ich nehme die Quests dann immer erstmal an, wenn wir jemanden begegnen, weil ihr es dann wenigstens mitbekommen habt, was derjenige wollte und wer das schon mal ist, dann habt ihr den schon mal gesehen. Und ich denke auch, das weiß ich noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob wir alle abarbeiten und uns dann um die Maid kümmern oder ob ich zwischenzeitlich mal sage, jetzt kümmern wir uns mal um die Maid. Mal gucken, aber wir werden das abklappern und dann geht's auch mit dem Hauptquest wieder weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.